Und die Offenbarung spricht dann davon, wir werden uns später damit noch genauer beschäftigen, die Offenbarung spricht nämlich davon, dass der Teufel den dritten Teil der Engel mit sich riss. Er zog den dritten Teil der Engel, also ein Drittel aller Engel, zog der Teufel mit sich. Deswegen ist auch vom Teufel und seinen Engeln die Rede. Genauso sagt Jesus in Matthäus Kapitel 25, er spricht von dem höllischen Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist. Also wer sind wohl der Teufel und seine Engel? Das sind der Teufel und seine Dämonen. Also der Teufel hat, der Drache, wie er beschrieben wird in der Offenbarung oder auch als Schlange bezeichnet, der hat ein Drittel der Engel mit sich gerissen, mit sich auf die Erde geworfen. Und das sind eben seine Engel, seine Dämonen, die ihm nachgefolgt sind, die gegen Gott rebelliert haben. Ein Drittel aller Engel. Das ist eine extrem große Zahl, wenn du daran denkst, dass es hier 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel gibt, die um den Thron sind und Gott loben. Ein Drittel hat der Engel schon mit sich gerissen. Das heißt, wir sprechen hier von über 50 Millionen. Wenn der Teufel schon einen Drittel mit sich gerissen hat, sprich zwei Drittel sind übrig, die 10.000 mal 10.000, 1.000 mal 1.000, die jetzt im Himmel um den Thron sind, ein Drittel, die der Teufel mit sich gerissen hat, diese Dämonen jetzt eben, sie sind mindestens 50 Millionen, mindestens, über 50 Millionen. Also du bist im Judasbrief, genau, Judas, da heißt es, lass mich das schnell aufschlagen hier, Judas in Vers 5, da lesen wir, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr es ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten, dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, auf das Gericht des großen Tages, für das Gericht des großen Tages, mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Also hier ist eindeutig die Rede eben von diesen Engeln, die nicht ihren Herrschaftsbereich bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen. Sie folgten dem Teufel nach, der ein Drittel aller Engel mit sich gerissen hat, mit sich gezogen hat. Sie sind ihm nachgefolgt, haben ihre Behausung verlassen. Und für sie gibt es keine Hoffnung mehr. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr, denn Gott hat sie für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt. Und mit diesen Dämonen hier eben, ein Drittel der Engel, mit diesen Dämonen werden hier im Judasbrief natürlich die Irrlehrer verglichen, Verworfene, um zu sagen, hey, Verworfene, Irrlehrer, für sie gibt es genauso wenig Hoffnung, wie für es Dämonen Hoffnung gibt. Ich meine, deswegen lesen wir auch im Matthäus-Evangelium an anderer Stelle, als der von Dämonen Besessene Jesus entgegengelaufen kommt, die Dämonen sprechen zu ihm, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Also die Dämonen wissen ganz genau, dass ihre Zeit kommt. Sie wissen, dass es für sie keine Hoffnung mehr gibt. Sie sind dem Teufel nachgefolgt, keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Rettung für sie. Es gibt keine Umkehr mehr für sie. Bist du hergekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Also es kommt die Zeit, sie wissen das ganz genau. Deswegen stellen sie diese Frage.